Also eigentlich haben wir schon recht viel geschaffen. Ebene 10, Labor, fertig. Ebene 9, OP, fertig. Ebene 8, IMC, abgehakt. Ebene 7, Verwaltungsbereich, ist auch in Ordnung. Ebene 6, ärztlicher Dienst, ist eingezogen. Und die Ebene 5, die Urologie, arbeitet auch schon voll. Dann bleibt noch die Ebene 3, 2, 1 und ich glaube, die wird auch demnächst fertig sein. Gut, dann sind wir jetzt auf der Ebene 1, Eingangsbereich. Die Verglasung ist soweit drin und jetzt fehlt noch der Estrich und die Fliesenlegearbeiten. Dann wird auch der Eingangsbereich fertig sein und in Betrieb gehen können. Hier wird ein neuer Eingangsbereich hin verlegt. Der Schriftzug Elbland Klinikum Riesa fehlt noch und dann sind noch Außenarbeiten zu tätigen. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Haupteingang und die direkte Verbindung zum HS2, ambulantes Zentrum und Notaufnahme und die Funktionsbereiche. Dann wird auch der Komplex komplett fertiggestellt. Abgerissen werden die alten Container, die hier noch im Wege stehen. Das erfolgt natürlich erst, wenn die Bereiche umgezogen sind in dem neuen Haupthaus. Hier nimmt unser neues medizinisches Versorgungszentrum die Räume in Besitz. Die Elbland-Kliniken, Polikliniken GmbH wird hier einziehen und eine chirurgische Praxis betreiben, sodass wir auch hier ambulant und stationär enger verzahnen. Hier schaffen wir die besten Voraussetzungen, dass zukünftig wieder mehr Riesarinnen und Riesar geboren werden. Eine komplette Geburtenabteilung nach modernstem Standard. Guten Tag. Hallo. Hallo. Wir wollen schauen, was hier passiert, ob alle fleißig sind. Hier haben wir jetzt die Unterbringung in Ein- und Zweibettzimmer als Standard. So wie im gesamten Haus dann nur noch dieser Standard angeboten wird. Dusche und WC. Und ein Teil der Zimmer sind natürlich auch behindertengerecht, das heißt also für Rollstuhlfahrer geeignet. Und Pfarrer Stein, seine neuen Möglichkeiten. Guten Tag. Guten Tag. Nach so einem Baustellenrundgang ist man ganz schön geschafft. Aber ich weiß, dass alles zu einem guten Ende kommt.